Okay. Tatsache. Er isst den Fisch. Können wir den vielleicht damit weglocken? Sollen wir den mit dem Fisch weglocken? Nicht mit uns, mit dem Fisch. Oh wei. Ja, wir sind appetitlicher. Nein. Was mache ich denn? Okay. Ich nehme mal hoch. Der Plan ist, glaube ich, den mit den Fischen abzulenken. Und dann weiter zu schwimmen. Ich will nicht. Weiter schwimmen. Was für eine blöde Idee. Du weißt doch, was da unten auf dich lauert. Kann man nicht irgendwie durch die Röhren durch, durch den Wasserschacht? So um die Ecke. Und jetzt springt. An den nächsten Haken kommen wir noch nicht, oder? Ne, der ist ein bisschen weit weg. Der ist weg. Ich glaube, wir müssen den wirklich hier ein bisschen an uns weglocken. Und jetzt hier weiter schwimmen, während der da den Fisch isst. Die Gunst der Stunde nutzen. Und hier mal hoch. Sehr schön. So war es, glaube ich, geplant. Mülleimer. Die Ratten fliehen. Okay. Welche Gefahr lauert als nächstes auf uns? Jetzt müssen wir wahrscheinlich erstmal hier hoch. Bitte kein Wasser mehr. So. Kein See mehr, durch den wir, kein Tümpel, durch den wir schwimmen müssen. Reicht mir. Danke, das war jetzt lustig genug. Aha. Schön. Tun wir das irgendwie hochklappen hier? Ah ja. So könnte es was werden und nicht runterfallen hier. Nee, das ist noch zu niedrig. Da müssen wir mal was riskieren. Okay. Nee, das funktioniert so nicht. Müssen an die Türklinke ran. Haben wir was zum draufstellen? Haben wir nicht. Da können wir theoretisch hoch. Das sieht ganz gut aus. Und was machen wir, wenn wir oben sind? Das sieht so aus, als könnten wir da hoch. Können wir da hoch? Anfassen können wir es. Ja. Okay. Ich fürchte, wir müssen da selber hier springen und dann. So schnell können wir nicht rüber sein. Müssen wir jetzt ganz schnell. Vor das runter. Ich verstehe nicht wie. Und jetzt hier vorne drauf oder? Nee, das geht so schnell runter. Verstehe, was das Spiel von mir will, aber. So leicht sind wir nicht.
Hol ich mir eine Dose mit hoch oder was? Kann ich hier eine Dose draufstellen oder einen Schuh? Wie nehmen wir den mit hoch? Das kriegen wir nicht hin, den mit hochzunehmen. Eine Dose. Tja, sieht nicht so aus. Wie kommen wir in ein kleines Let's Play? Ich habe irgendwas, was war. Wir haben ja nichts zum draufstellen. Wirklich nichts. Müssen wir hier hochsprinten. Hops. Sehr gut. Wasser. Ich freue mich. Noch kein Monster, was uns fängt. Es freut mich noch mehr. Schön. Okay, das Wasser wird rausgepumpt. Hier ran. Au. Oder so. Kurzen Weg. Jetzt nehmen wir hier den Stuhl. Brauchen wir noch einen Schlüssel für. Können wir auch nicht so einfach die Klinke aufmachen. Ich fürchte mal, dort in der Vase ist was drin. Wackelt so schön. Bin ich ja mal gespannt. Ach, hier haben wir ein Bild von dem Turm, aus dem wir am Hauptspiel entkommen sind. An der linken Wand. Ja gut, so jetzt und runterwerfen. Das ist nur ein Blutegel und ein Schlüssel. Eine schöne Wurst. Das heißt, wir müssen das machen und nicht sterben. Blutegel, lass mich in Ruhe. So, durch hier. Hochklettern, bevor der Blutegel kommt. Sehr schön. Ich fürchte mal, wir müssen wieder ins Wasser. Ist am besten ohne gegrillt zu werden. Können wir die Anlage irgendwie ausschalten. Okay. Okay, hier können wir laufen. Jetzt kommen wir da nicht mehr hoch. Können wir das Wasser wieder reinpumpen. Müssen wir hier mal den Bretter richtig schieben, damit wir darüber können. Vielleicht ist das Rätsel. Das Rätsel ist Lösung. Die Kisten mal eben hier hin. Dann können wir da auch rüber, wenn das Wasser wieder steht.
ohne das Wasser zu berühren, das elektrisch geladen ist. Ja, so wär's doch in Ordnung, oder? So könnte man mit leben. Deshalb kann ich auch hier wieder hoch. Das macht Sinn. Wasser wieder rein. Jo. Ist bloß nicht. Ja, genau. Ist bloß nicht das Wasser berühren. Ja, dann passiert das. Ich wollte es mal demonstriert haben. Einmal fürs Let's Play gezeigt. Das war natürlich Absicht. Das war Absicht. Ich wollte es euch mal präsentieren. Was passiert, wenn man elektronisch geladenes Wasser springt? So. Habe ich euch einmal vorgestellt, wie das läuft. Okay. In der Dusche. Da waren wir, glaube ich, mit Six auch schon mal drin. Ach, da haben wir den Kumpel wieder. Den Wasserfreund. Der uns wieder greifen will. Na komm. Sich auf die Kiste drauf. Auf das Fass. So. Jetzt müssen wir ihn in die falsche Richtung locken. Hol dir den Fisch. Okay, er kommt. Wir sind interessanter als der Fisch. Oh wei, oh wei. Ist er weg oder was? Den Tisch. Auf die Kommode meine ich. Und nun? Da drüben ist ein Brett. Na komm, First Try wäre zu lustig. Ja, wäre zu gut, um wahr zu sein. Das schafft man nicht auf einmal. Wieder von Anfang an, natürlich. Wenn man hier noch springen könnte. Also da müssen wir ihn gleich ablenken mit dem Fisch. Ja, ist machbar. Fast ein paar Versuche brauche ich da trotzdem. Ich will euch alles zeigen, was hier zu sehen gibt. Na komm. Ein bisschen hüpfen. Na, hier mal ein bisschen Beeilung. Und hoch hier, hoch hier, hoch hier, hoch hier. Nicht wieder runter, nicht wieder rein. Na, schöne Wurst. Also hier nochmal hoch, hier nochmal hoch. Ja, komm. Na komm. Ja, da hat sich ein bisschen schwer getan. Knapper Wurst. Und tops. Knarschen die Tasten. Da wird die Tastatur völlig ausgelastet. Da wird hier in die Tasten gehauen. Ach komm, das war jetzt ein bisschen zu lahmarschig. Mich da versuche zu greifen. Ja.
das war schlecht gesprungen. Da müssen wir noch einen kleinen Hechtsprung bis rüber machen.